Halt da modeln, ne? Einfach mal Gülle, weil da trocken ist. Am Abend mal der Regen, dann müssen wir eine steile Fläche und darum kommen wir noch, wenn es trocken ist. Und dann nehmen wir einen U400? Dann nehmen wir einen U400, der stärkste. Einfache Strecke. Und schon steil auch. Steil, ja. Und steinweise, wo wir mit dem Schlepper nicht mehr hinfahren drauf, fahren wir mit Unimog hin. Ich brauche den Unimog 150 Stunden im Jahr. Dann wird es für mich auch gebraucht, dann kann auch eine. Ne? Ja. Weil mein Nebenerwerbsland wird. Ja. Kein normal Vollzeit in Torwart. Heute haben wir Urlaub bei dem schönen Wetter. In der Luke gekommen. Und dann Unimog gefahren. Da fahren wir nochmal Unimog. Das ist schön. Aber so im Vergleich zu den alten, was hat sich jetzt da alles da? Ja, Fahrkomfort, der ist schon ein brutaler Unterschied. Kabinenfilterung, Klimaanlage, habe ich bei den alten auch nicht. Ja. Naja, Kraft, ja, natürlich 205 kW. Ja. Das spreche ich natürlich jetzt mit deinem Fassel. Vielleicht gibt es einmal ein größeres. Vor einem Jahr sind wir 8000 km mit Unimog. Ja. Sogar auf unserer Reifen fahre ich ca. 60.000 km drauf. Ja. Ich glaube, die schafft man Schlepper nicht. Und dann kosten es die Hälfte oder so? Dann kosten es die Hälfte, ja. Jetzt siehst du da gleich einen großen Arm rauf. Ich muss nochmal kommen. Jetzt geht es steil rauf. Ja, da gibt es mal beleuchtete Langlaufleute im Winter. Ja. Und da haben wir auch schon früher gemacht, dass die Busseleitung nicht mehr angepackt haben.
Da ja. Müssen wir jetzt danach fahren auf der Bugi. Jetzt haben wir gudelt und jetzt fahren wir aber durch den Wald durch. Ja, ich zeige einen Look genau, die wo ganze Flächen, weil die sind nicht alle auf einer, auf ein Stück, die ich habe drin. Das sind 7-8 Feldstücke, ja, natürlich da im Wald drin verteilt. Und jetzt zeige ich einen Look genau, wo ich da sonst übrig muss. Ja, das ist schon brutal, ja. Das ist eine Marmoraffe. Ja, große Arbe. Das sind halt direkt Serpentinen. Ja, ja. Natürlich, weil du mit Gülli was laufen musst. So. Bin ich aber mit 14 dann im Raffa gefunden. Das hat dann nicht mehr gepackt. 6000 Liter Fassl ist noch gegangen. Ja. Aber jetzt bin ich dann im Hauptschoss gefahren. Mit dem probiere ich es aber jetzt einmal da Raffa. Eine Gülle, nur Festmist, wo meistens im Frühjahr ein Mist hier. Und da ist mir ohne Mund. Da ist mir ohne Mund. Seebachhütte. Ja. Ja, es ist schon wieder schönes Großer. Gehen wir bitte mal. Was ist denn da los?
viel hast du jetzt da? Weil da haben wir 6 und weiter vorne sind auch noch 2. Ja. Weil die haben im Sommer über 1 da rein. Ja, hast du denn daheim im Stall auch oder? Ja, nein, nur Milchkühe. Ja. Milchkühe. Ja, die kommen dann im Sommer auf die Weide. Ja. Das ist eh so gewohnt, ne, von der Gesellschaft. Die Kühe rauszukommen. Ja, gut schon und schmerzen auch, aber zahlen da uns. Ja. Und da ist der vom Schein her? Ja, einmalig. Ich hab mir auch nichts am 5. aufhören. Und dazu kommt dann vorsichtig sein, wenn du sowas kannst und so viele Stunden. Ja. Und der schaltet wirklich. Vorwärts, rückwärts, da kennt überhaupt nichts. 14.000 Stunden. Ja. Das ist schon Wahnsinn. So ist er jetzt eine Ampel mitten im Wald, aber. Haben wir da schnell arbeiten können? Ja, ja, mit Druckluftbremse, am Hänger und Unimog. Haben wir gleich schon. Ja, hoffentlich geht es auch gleich wieder weiter. Ja, ich glaube, da sind Forstarbeiter vor. So. So ist es. Und du hast eine grüne Nummer, der Unimog als LOF. Ja. Das heißt, du hast da schon ein paar Vorteile gegenüber einem Lastwagen oder so? Ja, da haben wir Vorteile. Wir dürfen mal sonntags fahren. Ich fahre dann ohne Mut mit 2er Führerschein, ohne Module. Aha. Ich darf aber nicht gewerblich fahren, nur für mich. Ja, brauchen wir keinen Fahrtenschreiber nicht. Aha. Da sind schon ein paar Vorteile. Wenn du wieder vom Bullock ausbremst wirst. Ja. Können wir nichts machen, gell? Oft muss ich mal ausbremsen von einem Bullock. Ja. Ein bisschen losschwimmen. Ja, der hat schon gut aufgelegt, gell? Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Ja. Der Feind wird Vollgas fahren müssen. Ja. Das ist schon still. Ja so, leider ist das Video jetzt auch schon wieder gegangen, aber da zieh ich nicht runter. Wenn ihr ein Abo da lasst, werdet sofort informiert, wenn das nächste Video kommt. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit denen und mit den alten Videos. Gibt es auch noch interessante Sachen zum Sehen. Nächsten Highlights kommen, der Muck will immer was zum Tun. Schaut euch gerne eine Collection an, dann fährt der Muck einmal zu eng.